Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hexit, wieder mit Cesar Rules. Besser. Ja, mir ist es nur auf der Zunge gelegen, musste nur kurz nachschauen. Kein Problem. Naja, man muss sich ja erst alles kennenlernen, ne? Ja, ich Untereinander. bin auch so ein absolutes Namensgenie. Namen und Daten, also nee, das ist nicht meins. Naja, Alles, was eigentlich erfunden bin ich wurde. eher so, der sich Namen merkt anstatt Gesichter. Okay. Aber ich muss es erstmal wissen, die ganzen Namen, und dann geht's eigentlich. Dann geht's eigentlich. Und hier sind ganz viele Creeper, warum auch immer. Ja, und ich gehe heute aus der Höhle raus, weil es Creeperception. mich hier jetzt nicht mehr so wirklich reizt. Ich habe keine Fackel mehr. Genius habe auch kein Holz mitgenommen, und überall, wo es jetzt finster ist, ist es auch wahrscheinlich nicht gerade empfehlenswert hinzugehen. Ich weiß, im schlechtesten Fall weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie ich rauskomme. Das war natürlich Ich ganz voll hält, habe halt ernsthaft bitter. keine Spitzhacke mitgenommen, ne? Oh Mann. Und ich kann Holz in die Mine, da. Natürlich auch blöd. Naja, ich könnte mich jetzt hochbuddeln, weil ich sehe ja aus an der Minimap, wo ich bin, aber ich will trotzdem den Ausgang finden erstmal. Und solange hier Fackeln Ja, überall sind. hochbuddeln ist immer blöd. Ja, solange überall Fackeln sind, ist es ja auch kein Problem. Macht es immer so, dass ich, wenn ich hochgehe, immer nur links die Fackeln dran klatsch. Und wenn ich dann raus will, folge ich halt immer so, dass die Fackeln rechts sind. Das funktioniert meistens ganz gut. Ja, ich mach's immer so random. Wahrscheinlich meistens Ja. auch einfach in die Mitte, einfach mitten auf dem Gehweg. Ja, da hast du Hingeklatscht. dann keine Möglichkeit, ja. Ja, aber meistens merke ich mir es ja auch, das ist das Problem. Aber wenn ich es mir Hast du mal gesehen, manchmal was. nicht merke, ist es natürlich scheiße. Hast du mal gesehen, was in letzter Zeit auf Steam so an Alphas alles rauskommt? Ja, das ist übel, ja. Das ist richtig übel. Ich würde auch mal ganz gern wieder ein ganzes Spiel kaufen. Ja. Ja, was der bisschen Alpha, ja, sagen billiger während der Alpha-Zeit, dann lasse ich es verkaufen und dann kommt nichts Gescheites raus, und dann haben die Entwickler auch was Gutes gemacht. Das ist die neue Strategie, kommt mir vor, so ein bisschen. Ja, so ungefähr. Wobei ich sagen muss, einige Sachen werden wirklich sehr gut geupdatet, aber viele auch wieder nicht. Desi. Ja, das ist so eine Geschichte, ne? Ja, never ending story. Ja, aber am 20. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute ist. Soll ja wieder ein Update rauskommen für die Okay. Standalone. Und zwar hat es geheißen, dass eine neue Stadt kommen soll und Bären, die man essen kann, und als Waffen eine Säge und eine Shotgun. Ja, aber wie lange ist denn das letzte Update dann her, bitte? Das muss ja schon eine ganze Weile sein. Und dann Ja. irgendwie, ja, ihr könnt jetzt Bären essen, als große Neuheit einzuführen, ist ein bisschen billig. Ja, wenn du das ein bisschen verfolgst, dann weißt du es auch, dass es immer sehr lange dauert, bis da Nee, irgendwas ich habe das kommt. nur ganz, ganz, ganz am Rande mitbekommen. Ich meine, ich spiele auch ziemlich viele Alphas und bringe auch was auf meinem Kanal dazu. Ja, Aber muss man ja, ne? beispielsweise. Weil die ganzen AAA-Titel, dass dann die angesehen werden, ist auf genau deinem Kanal, ist dann ziemlich gering, wenn man realistisch ist, ne? Ja, und die meisten interessieren mich davon sowieso überhaupt nicht. Eben, damit ich jetzt zwar ein paar Spiele interessiert, die ich selber gern gemacht hätte, aber im Endeffekt bringt es dir ja nichts, wenn es die ganzen Großen schon machen. Ja. Ne, weil zum Das Beispiel Star Forges zur Alpha rausgekommen, habe ich mir geholt. Ist auch echt cool, so in diesem Status, was man da alles machen kann. Schön umgesetzt. Aber da kommt jetzt schon ewig lang kein Update mehr. Ja, gleich wie Krasse Cube, Gegenteil gleich wie ist zum. Cube World, oder? Ja, genau, genau das gleiche. Ganz genau das gleiche. Wobei Cube World ist noch um einiges länger. Also ich hoffe, dass Starforge da nicht in die gleiche Kerbe schlägt. Aber wenn es zum Beispiel dann Space Engineers anschaust, das sind allein vom seit meinem letzten Video 4 Updates kommen, die lauter so Kleinigkeiten gemacht haben. Und da kommen ständig Updates. Also einmal die Woche kannst du davon ausgehen, dass irgendwann einmal Steam sagt, hey, ich habe. Das finde ich halt echt cool. Ja, gleich wie es am Anfang bei Minecraft war, ne? Auch jede Woche mal ein Update gekommen, bis es dann halt Ja, aber umverfangen war, reicher wurde. nicht. Ja, aber nicht so Arschi-Updates, sondern halt richtig Updates. Ja. Wie zum Beispiel, dass jetzt die ganzen Erze implementiert sind, man die schmelzen kann, die Sachen bauen und sowas. Also echt richtig Spielinhalte, die dazugekommen sind. Da bin ich schon neugierig danach drauf. Ja. So, was wollte ich mir jetzt noch machen? Ah ja, genau. Diamantwerkzeuge in Schaufelform und Axtform. Erstmal. So, da liegt. Da hatte ich Glück und habe ein paar Sachen gedroppt an der Monsterfalle. Geil. Danach habe ich sie in Kisten geräumt und vergessen mitzunehmen. Ja, das ist natürlich dann bitter, ne?
Ja. So, was tue ich hier genau? Ich habe schon gesagt auch, dass ich in meinen im letzten Part habe ich schon gesagt, dass ich Musik laufen lassen werde. Ich habe jetzt wieder vergessen, welche vorzubereiten, die jetzt laut neuen YouTube-Richtlinien zugelassen ist. Hey, ich habe neulich bei Ja. StarPods einen Strike gekriegt, ne? Oh Dann habe ich bei Gott. denen mich in Verbindung gesetzt und gesagt, hey, was ist mit der Musik los? Ist das korrekt oder nicht oder wie? Aber schon mal vorsichtshalber da dann geschaut, dass ich auch an die Also richtigen wirklich Anbieter einen komme. Strike oder einfach nur eine Verwarnung auf einen Erstmal eine Hinweis? Verwarnung, aber ich musste was machen. Und dann habe ich mich halt mit denen kurz geschlossen und die haben mir dann geschrieben, ja, das verstehen sie selber nicht, sind dann echt auch sauer geworden, weil der Typ, der die ganze Musik komponiert, anscheinend das öfter hört. Und ich habe dann nochmal explizit die Freigabe bekommen. Dann habe ich das halt so reingeschrieben, dass der Strike halt nicht korrekt ist und dann haben sie ihn auch zurückgezogen. Aber in letzter Zeit müssen die echt massenhaft von diesen blöden Pseudo-Strikes oder Verwarnungen raushauen. Also bei Nicht? mir ist es im Moment besser geworden, seit ich im Netzwerk bin. Wirklich? Okay. Nee, das war jetzt halt auch mein erster. Und vorher habe ich halt immer die Musikprobleme gehabt bei GTA San Andreas. Habe ich dann auch danach abgebrochen, weil da jedes zweite Video da irgendwas war, was ich dann noch schnipseln Ja, musste stimmt, ja. extra. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich habe es jetzt eh schon so ewig in die Länge gezogen, das Ganze. Und auch zwischenmal passiert, komm, jetzt reicht's, ich breche das jetzt ab. Ne, zwar nach 45 Parts zwar, aber ja, komm. Was soll der Geiz? Eben. Und dann war es halt bei Minecraft die Musik zum Schluss halt dann auch manchmal. Es ist schon länger her und da war auch zwischendrin manchmal ein Teil, der nicht korrekt war, obwohl die Seite schreibt, ja, das ist Musik, die man auf YouTube verwenden kann, bla bla bla. Aber ja, nach den alten Richtlinien. Ja. Und Ja, aber haben sich die jetzt ist es Richtlinien einem. verändert oder ist es Ja, am nur ersten haben sie die Richtlinien verändert. Also ist nicht nur irgendwie strenger geworden von dem, wie sie es filtern. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum das Ganze. Ich meine, es ist YouTube und es war ja. Und seit es von Google eben gekauft ist, vergessen sie sowieso immer mehr das Prinzip, für was das eigentlich da war. Lade eigentlich hoch. Lad hoch, was dir Spaß macht und guck's einfach aus. Es ist jetzt wirklich ein kompletter Ab. Also. Ein Aber als kompletter Musiker wird es mich Klau. jetzt Ein halt kompletter auch Klau, meine ich jetzt. nerven, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Album rausbringe und dann kommt es 1,5 Tage später komplett auf YouTube hoch. Würde mich auch nerven, weil die Oder schon Argumente dann davor, flöten was gehen. auch passiert manchmal. Richtig, aber man kann doch irgendwie übers Ziel hinausschießen. Ja, es gibt gewisse Grenzen, aber ich meine, wenn ich jetzt sage, komm, ich benutze das Lied jetzt, das jetzt seit X Monaten da ist und es mir gefällt, es ist eigentlich Gratis-Werbung, muss man sagen, für das Lied, finde Ja, wenn ich. du das besonders, wie wir jetzt hier bei einem LP, ich meine, wir plappern so rein, dass du das völlig vergessen kannst, das irgendwie dann mitzuschneiden und Eben. dann selber zu hören. Ich meine, wir verhunzen das hier nochmal und ja, man kann alles echt ein wenig übertreiben. Eben, und ich meine, man redet eh die ganze Zeit drüber und dann das nochmal zu claimen, das verstehe ich nicht. Da kann man es eigentlich eh nicht wirklich klauen, das Video mehr. Das quasi mit dem YouTube-Downloader da quasi richtig downloaden und so rausschneiden, bla bla bla, dass man das Lied hat und so weiter. Das kann man Ja ja gut, dann aber nicht da mehr. geht es ja dann eher darum, dass wir das verwenden würden, um unsere Videoqualität zu verbessern, ohne Lizenz dafür zu haben. Kann ich auch wieder ein bisschen nachvollziehen. Aber dass sie diesen Content-Filter dermaßen scharf gemacht haben, dass der ständig Fehlsachen bringt, das ist halt ein wenig Ja, nervig. deswegen benutze ich auch keine. Ich schaue nämlich, dass ich entweder möglichst alte Spiele nehme, weil man hört eh überall bei Videountertönen die alte Musik von Banjo-Tooie und Banjo-Kazooie, ne? Da habe ich mir gedacht, ja gut, komm, wenn es schon überall zu hören ist, dann kannst du es auch verwenden. Ja, passt, habe ich dann auch gemacht und ist auch durchgegangen. Also, ich spiele jetzt halt noch. Banjo-Kazooie habe ich schon durchgespielt auf dem Kanal Okay. und Banjo-Tooie bin ich gerade dran. Und ja, bis dahin war alles klar. Bis, ja, also da ist noch keine Beschwerde gegeben. Ja, das passt. Nur ich habe im Hintergrund immer so ein Gedüdel laufen von Und bei den RPG-Titeln ist halt YouTube-Leuten. teilweise auch so, dass das Problem ist, dass jetzt sagen, ja, die Stelle bis die Stelle ist jetzt geclaimed, fertig.
Das heißt, es ist durch YouTube, es sind aber so banale Geräusche dann teilweise, wie es ist einfach so typische Horror-Musik, mehr oder weniger. Es ist einfach, Okay. die einfach dann geklemmt wird. Ich Ja, das Lustige war, bei verstehe es meiner nicht. Verwarnung stand dann dabei, dass die Verwarnung von einer oder mehreren Verwertungsgesellschaften ausgesprochen wurde. Aber so in Gänsefüßchen gesetzt, als wäre es der Name der Verwertungsgesellschaft, so wie, keine Ahnung, Sony, EMG oder keine Ahnung, eine oder mehrere Verwertungsgesellschaften. Und wo ich Okay. das dann auch geschrieben hatte, dass das halt unberechtigt ist, haben sie dann gesagt, ja, dass die Verwertungsgesellschaft, Anführungsstriche, wieder ein oder mehrere, das wieder zurückgezogen hat innerhalb von 3 Sekunden. Also ich weiß auch nicht, was es soll. Ja, es sind schon sehr, sehr viele Fehlinformationen auf YouTube auch. Und aber das Problem ist ja, wenn man mal was hat, dann kann man die auch nicht wirklich gescheit kontaktieren, weil Der es ja Support ist nicht. echt ein bisschen gammelig, ja. Es gibt eigentlich keinen Support auf YouTube mehr, wenn man so genau sein will. Na gut, aber da gibt es halt auch 8 Milliarden Kanäle mit 35 Milliarden verschiedenen Videos. Eben, deswegen funktioniert das ja auch Das ist, nicht. ja, das ist. Man bräuchte eigentlich regionale Ansprachestellen, die. Stimmt, das wäre was, ja. Und auch der Sprache mächtig sind, die man spricht. Ich meine, die Mail, die ich bekommen habe, war komplett auf Deutsch, aber ich habe trotzdem auf Englisch geantwortet, damit ich überhaupt checken, was ich von denen will. Klar. Keine Ahnung, wo das ja, in welche Kanäle das dann kommt. Eben, man weiß ja nie, wo Aber das naja. dann von wo aus beantwortet wird, ne? Weil ich glaube, die eine Mail geht von dem, die andere wieder zu dem und so weiter und so fort. Das wird ja, wenn du zurückantwortest, ja nicht wieder zum gleichen laufen. Richtig. Und da weiß man ja nicht, wen du gerade erwischt, ne? Weil ich habe schon mal eine Mail bekommen, wo ich darauf geantwortet habe, dann auf Deutsch auch, weil die mir Deutsch geschrieben haben, und dann ist die sofort eine Rückmeldung gekommen, please write the, quasi please write the email in Englisch. Habe ich mir auch so gedacht, okay, wenn ich schon in Deutsch schreibe, dann kann ich es auch Ich muss zurückschreiben, aber nach links darum. ja. Und das war dann halt wieder so eine Situation, wo ich mir gedacht, okay, ja. Alles halt ein bisschen, ist halt YouTube, ne? Man hasst es, aber man liebt es. Ja, das ist halt sehr groß geworden und du hast auch nicht wirklich die Alternativen. Eben. Okay, wenn ich jetzt das Thema von den Monstern bekomme, Weil muss ich ich mal meine, die gucken, wieder einzige irgendwas kapschicken. Alternative, die es wirklich noch gibt, ist mein Video, aber das ist ja auch nur deutschlandmäßig Ja, das bezogen. ist ProSieben, soweit ich weiß, ne? ProSieben Ja. Sat.1 gehört das. Ich meine, die haben das jetzt nicht so schlecht aufgezogen, eigentlich wieder in den, oder besser gesagt, wieder ein bisschen reaktiviert mit den ganzen Events, die die Let's Player dort drauf machen. Ja gut, aber die Let's Play bleiben trotzdem auf YouTube, also. Eben, ja, eben. Ich meine, Gronkh hüpft dann bei Last Man Standing ein bisschen rum, aber sein Schön, ne? Kanal wird nicht umgezogen, von dem her weißt du auch ganz genau, was da los Ja, ist. schon klar, aber ich meine, es wird mein Video ein bisschen promoted dadurch, das habe ich gemeint eigentlich. Ja, stimmt, ja. Das habe ich gemeint. So, jetzt halt direkt nach links, da müsste ich in meiner Stadt ankommen. Und ich baue hier Bin jetzt gerade gerade irgendwie meine Farm. voll durch. Ja, ich bin jetzt gerade voll bei Burak wieder vorbeigeflitzt. Ja, Hatte nicht schlecht. schon das Problem, beziehungsweise die Angst, dass er mich gleich wieder killen möchte. Oh Ich Gott. habe jetzt endlich meine 4 Hexiker-Lizenzen, um meine Rüstung fertigzustellen. Das ist gut, das ist gut. Hoffentlich killt er dich auch nicht. Ah, Gott, okay, gut. Ja, ich bin direkt an ihm vorbei und dann hat ein Creeper halb zerfetzt, also da hat er anscheinend keinen Bock mehr gehabt. Okay. Ja, ich habe jetzt nicht geguckt, ob er verreckt ist oder nicht. Nee, nee, er hat überlebt. Okay. Also mit einer Tiefrüstung überlebt man, das ist kein Problem. Oh, gut, ich kenne mich ja nicht aus, was da was ist. So, ich mache mir jetzt noch eine Diamanthaune, Schatz. Das mache ich jetzt nicht. So, und ich mache einen kleinen Cut, weil hier stehe ich jetzt ja gerade relativ sicher. Von dem her vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ach Mist, vergessen zu disconnecten. Egal. Ja, egal, ich vergesse das auch Dann immer. kleine Ansage Eigentlich. wieder. Er macht das. Herzlich willkommen! Ich bin der Cäsar. Legen wir los. Du hast mir wieder Das, ich reingeklappert. wollte nur sagen, ich mach's diesmal eh nicht. Ist doch egal, Mann. Ja, passiert halt. Ja. Ich habe halt so das Potenzial, immer genau richtigen Moment reinzureden. Es hat aber Smoke auch bei mir gehabt. Das war auch lustig. Ich hatte eigentlich gehofft, heute mit Smog ein bisschen aufzunehmen, weil ich habe es lustigerweise noch nie geschafft. Also ich habe dann mal, wo ich aufgenommen habe, war er auch auf dem Server. Ja. Nee, auf dem TS war er da. Ich sagte, hey, cool, wie schaut's aus? Nehmen wir auf. Ja, nee, er macht jetzt halt irgendwie
eine Adventure Map und ich soll doch mitkommen und bla, und dann hat er mich da beschwatzt. Haben wir eine Adventure Map zusammen gemacht, aber hier habe ich noch nie mit ihm gezockt. Ja, ich habe auch ihn nur einmal vor einem Jahr oder so bei einem Together mal eingeladen über das Let's Play Forum kennengelernt. Und dann habe ich halt wieder Kontakt, ja, so quasi wieder mal angeschrieben, ne? Ja, er macht jetzt das und das Projekt. Ja, gut, dann habe ich mir gedacht, ja, ich gucke mir es mal an, ob das ähnlich wieder so eine Sache wird, wie ich war schon mal bei so einem Feed the Beast, so ein Projekt auch dabei, aber nur ganz, ganz kurz, weil da wirklich alles nur so kindisch hergegangen ist. Nee, das bringt dann nichts. Und da bin ich gesagt, nee, komm, mehr oder weniger, leck mich, ich mach da nicht mit. Macht euren Und Käse ich alleine. habe dann einfach quasi so als Notlösung nach den ersten drei Parts quasi Speed aufgedreht, habe es einfach unter Feed the Beast hochgeladen, Feed the Beast Commentary. Ja, habe ein bisschen was, besser gesagt, Q&A zu meinem Kanal oder so irgendwie gemacht dann. Okay. Nö, aber das ist mir auch schon ganz gut hier unter Kontrolle. Ich bin da auch mal durch zu viel reingerutscht. Ja, ich habe Aber mir mir das macht eigentlich auch Spaß. etwas schlimmer vorgestellt. Das ist. Aber ja, es scheint sehr gut zu funktionieren. Ja. Wir Ist hatten halt richtig im gut. letzten Mal wirklich das Problem, dass halt extrem viele Sachen abhanden gekommen sind, die ich dann wirklich zurückgeworfen habe. Und da dann Ja, mussten wir das dann irgendwann machen. Für dann das passt es eh. neu aufsetzen. Weil ich meine, wenn man schon. Man braucht echt. Oh, ein süßer kleiner Vogel. Weg ist er. Ja, was habe ich da denn? Achso, das ist. Okay. Scrap Meat. Ja, oh schön. Jetzt bitte doch, das ist doch noch. Schon gedacht, ich habe kein Obsidian mehr, um den Helm jetzt zu bauen. Eieiei. Das wäre ziemlich blöd gewesen, Ich weiß nicht, kann man aber. überhaupt mit einer Diamantrüstung bei Hexe dem Nether überleben? Ja, so schlimm ist der Nether nicht. Wenn du nicht in die Dungeons reingehst, geht es. Ja, das Problem ist, ich habe kein Essen. Hast du Essen, was ich mir schnorren kann? Ja, komm mal in die Stadt. Finden wir schon was. Okay. Gut. Dann komme ich mal zum. Ach, da ist Gold, ein Glück. Ich habe schon gedacht, ich habe keins mehr. Boah, das ist alles so knapp hier. Ist eigentlich in der Stadt auch ein Verzauber. Ah, ich weiß, wo ich einen Verzauberungstisch finde. Ja, ich komme gleich in die Stadt. Ich nehme nur einen kleinen Umweg. Über Stadtgrün. Weil da ist nämlich ein Verzauberungstisch in der Nähe. Also zumindest an der Grenze zwischen Gelb und Grün. Oh, ein Chocobo ist hier. Ein Yellow Chocobo. Ja, Sparta hat ja auch bei uns ein paar Chocobos gemacht, ja. So, warte mal, da hinten ist ja das Feld hier Aber noch. es bringt mir nichts. Brauche ich da spezielle Sättel oder normale Sättel? Das ist ein Chocobo-Sattel. Den musst du aus Chocobo-Federn, dem Sattel und noch irgendwas machen. Wie bekomme ich diese Sch Feder? Muss ich da Schnüre, glaube Chocobos? ich. Was? Bitte? Schnüre, glaube ich. Strings. Ah. Nee, bei dem musst du einfach warten für die Federn von Chocobos. Da musst du sie nicht platt machen dafür. Also die kommen einfach mal Wow. so einfach. Genau, die verlieren die ab und zu. Okay. Wenn du so einen Stall mit 4, 5 Chocobos hast, dann sind ständig irgendwelche Federn drinnen. Ja, aber solange du sie nicht gezähmt hast, die musst du quasi einfach nur einzäunen oder wie dann. Das ist die Feder. Ja, wäre ganz gut, wenn du sie zähmst und dann Stay sagst. Sonst schwirren Achso, die ganze okay. Zeit rum. Aber. Followen können sie dann nicht dann, oder? Nope. Okay. Wieso kam jetzt die Kuppel über den Zaun rüber? Na, egal. Oh, durch einen Bug habe ich jetzt die Farm gesehen von Stadtgrün. Okay. Auch nicht schlecht, die ist ziemlich groß. Wie ich Ja, gerade gesehen Sparta habe. hat hier auch übelst die Farm hochgedreht. So, jetzt Die bräuchte ich hat noch so ein. ungefähr in der Größenordnung 100 plus ausgesehen. Von der Länge her. Die Breite war so bei 50. Aber ich glaube, die ist hier unter dem Haus von Chelsea. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, Chelsea hat hier irgendwo einen Verzauberungstisch. Genau, hier. Was sind meine Okay. Stonehoe? Ich kann die Tür da 5-mal übersehen. Was hast du gesagt, soll ich verzaubern? Dass ich die Sache immer habe? Soul Tether. Soul heißt es einfach nur, oder? Also Nee, Soul Tether, heißt. okay. Genau, heißt exakt Soul Tether, ja. Soul Tether 1 wahrscheinlich gibt es maximal nur, oder? Genau. Das heißt nur, dass du, wenn du stirbst, es wieder in dein Inventar bekommst.
Mehr ist Okay, es dann nicht. mache ich das mit dem Enderschwert. Weil. Kostet 12 Level, soweit ich das weiß. Soul Habe ich keinen Kobbel? Habe Ach ich komm. irgendwas? Es kostet 8 Level sogar nur, okay. Echt? Ja. Na gut, Was ist vielleicht ist es eigentlich bei der Rüstung. Unterschied? Das habe ich noch nie verstanden. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sharpness und Smite? Das habe ich auch noch nicht kapiert. Ist Smite vielleicht nur für bestimmte Art Mobs? Ach, keine Ahnung. Weil man kann nicht Sharpness und Smite haben. Das verstehe ich nämlich nicht. Ich glaube, Ja, Sharpness weil ist die. gegen Spieler, oder? Ich glaube, Sharpness ist generell und Smite ist dann irgendwie Gegen nur gegen Mobs, ne? bestimmte oder so. Aber Ja. ich weiß es auch nicht sicher. So, dann gehe ich mal schnell das Feld reparieren, nachdem die lustige Kugel meinte, da drüber hüpfen zu müssen. Irgendwie drüber gepackt. So. Du. So, wo Soul Tether, da war es doch. So. Und Enchant. Ja, ich muss mir jetzt auch noch einen Schwung. Oh, Sharpness 5, Fire Aspect 1 und Soul Tether 1. Oh, klingt doch gut. Alter Schwede. Ja, das ist nicht schlecht. Auf meinem Ender Schwert Broadsword. Ah, das ist Naja, ich hole mir nicht. jetzt halt noch So, die ich bin jetzt nötigen in Level. der. Also, ich bin jetzt im großen Kreis statt Dingens. Okay, dann kommen rotes Tor. Wir Okay. sind. Dreht sich die Map mit? Nee, ne? Wir sind südlich. Da, Südlich, wo die okay. ganzen lila oder rosanen Flecken sind, das sind die Bäume. Okay. Das ist so lustig. Ich habe mir nur ein paar davon gepflanzt, weil ich daraus später mein Haus bauen möchte. Dann ist das Pater gekommen, hat die irgendwie alle platt gemacht, die ganzen Setzlinge quer in Nein, der ganzen Stadt ich bin im verteilt. Blut. Ich bin im Blut. Nein. Doch. Da Shit. komme ich nicht raus, oder? Oh Gott. Höchstens irgendwie Mit Wasser? durchbacken, aber. Nee. Doch, mit Wasser. Oh! Ja, ging's? Ja. Boah, hast du aber Glück gehabt, ey. Ich habe ein halbes Herz. Oh. Wow. Wow. Das war jetzt Rettung in letzter Sekunde. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich am Spawn hier irgendwo was platzieren kann. Alter Falter. Puh. Was Partner steht hier einfach rum? So, ich bin hier. Hallo. Ich traue mich da nicht reingehen. So, warte mal. Gibt jetzt einfach mal ein bisschen was. So. Okay. Brauche hier erstmal. So. Danke. Kein Problem. Ne, ich schnappe jetzt ein paar Level und dann werden noch die restlichen Sachen dich verzaubern. Habe jetzt Angst, dass er mich verfolgt. Nee, tut er nicht gut. Nee, als Partner nicht. Ich weiß, der, ich kenne auch nicht alles so. Das Okay. Pater ist cool. Gut. Tobi wollte sich ja auch die ganze Zeit mit ihm battlen, aber hat er keinen Bock drauf gehabt. Glaube ich. Wohin? Also, wo ist das Netherportal bei euch? Sonst würde ich da auch gern gleich mal reingehen. Unseres darfst du nicht benutzen und ich glaube, ich habe auch gar keins gesehen hier bei uns. Achso, euer ist Also, darf ich ich gar habe mal nicht eins benutzen. einer Okay. fremden Stadt verwendet und dann habe ich von Smoke Anschiss bekommen. Hä? Macht hier gar keinen Sinn. Naja. Ja, keine Ahnung. Wenn ich wüsste. Ah, ich weiß schon, wo uns ist. Es passt schon. Kann ich aber gleich mal fragen. Haben wir ein Nether-Portal? So, dann kommt mal her, ihr süßen So, dann gehe ich mal ins Nether bei uns, wenn ich das Ach, das finde. geht mit dem Ding gar nicht. Machen wir die hier mal platt. Aber ich muss sagen, Rot hat einen schönen Eingang in eure Stadt, muss ich schon sagen. Muss ich schon sagen. Die anderen haben sich da noch nicht so viel Mühe gegeben. Bei uns ist es eher chaotisch und naja, ich bin ja mehr oder weniger größtenteils alleine hier. Ja, das ist immer blöd dann. Alter, was ist denn hier los? Ah. Ah, das ist ein geheimer Kistenraum. Der ist ziemlich groß. Von Chelsea. Ich hab gedacht, das ist eine Mobfalle. Okay. Alles klar. Au. Was trifft mich denn hier die ganze Zeit? Keine Ahnung. Warte mal, wo wollte ich jetzt? Netherportal suchen. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Weil ich gerade keins hab. In der Nähe. Ich glaube, ich muss mich nochmal runtergraben irgendwie. Keine Ahnung, euer es ist. Ich habe nur einmal von Stadt genommen. Aber ist auch schon wieder Ewigkeiten her.
Und das war irgendwie ganz blöd auf einem Berg versteckt. Alter, 40 Herzen, das heißt, der hat schon die maximale Anzahl. Krass. Söller. Ich suche jetzt unser Netherportal. Aber ich glaube, ich muss mir selbst ins Zusammenfahren. Habe ich das Gefühl. Und das werde ich jetzt schnell machen, weil ich weiß, wo Lava ist. Ja, du kannst auch öfters mal Obsidian Dinger finden, solche Blöcke. Ja, aber das ist jetzt blöd, weil ich wollte jetzt ja eigentlich, ja, haben wir ja nicht gesagt, dass wir jetzt zusammen ins Nether gehen oder so irgendwie. Keine Ahnung. Weil sonst, ja gut, sonst mache ich das nächstes Mal. Ist auch nicht so tragisch. Aber ich muss jetzt Ja. auf jeden Fall, wenn du halt willst, dann können wir reingehen nochmal. Weil ich möchte auf jeden Fall mal reingucken. Und sonst werde ich einfach jetzt mal Obsidian farmen gehen und gucken, dass ich dann Ja, mal das beim gucken, nächsten Mal vielleicht mache. baut ja Aspada gerade das Teil, dann gucke ich auch mal rein. Ja, Dann können wir ja ein und ich paar. fahre mir auch schon eins. Ja, oder so, ja. Kann ich auch mitkommen. Vielleicht können wir uns ein paar ne Necrotic Bones abgreifen. Ja. Oder es gibt auch so ein seltenes Erz im Nether, was ich gehört habe. Noch von einem anderen. Das findet ziemlich. Kobalt gibt's ja. Ah. Terraria-Style. Kack auf die Dinge, die braucht hier kein Mensch. So. So, was habe ich hier denn? Lava, 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 lava. Wo bist du denn? Ich höre dich schon. Wo bist du denn? So, ich brauche 5 Levelchen. Will wieder eine Glaive haben. Diesen Glaiven-Dingern kannst du nämlich aufziehen und dann bewundest du alle Viecher gleichzeitig, die da in einem gewissen Radius stehen. Damit kriegst du die viel schneller platt. Das geht auch mit Big Sword, soweit ich das weiß. Aber irgendwie das, was ich hier gerade habe, blockt nur auf rechts. Okay, komisch. Ja, mein Schwert kann auch jetzt nur blocken. In einer bestimmten Zeit ist late, es kommt dann so ein Balken, wenn ich blocke, und wenn der weg ist, dann kann ich es für ein paar Sekunden nicht machen. Also ein bisschen komisch, aber hey. So, klatsche, 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 22 und 2 Level, glaube ich. Jetzt muss ich hier runter wieder. Boah, und hier ist es wieder. Wenn man mal Lava braucht, findet man 24. sie nicht, ne? So, mal wieder hier alles in den Kellereingang geschmissen. Zack, zack, zack. Ein Nether Quarz-Shield. Alter, das ist ja Also geil. es gibt ja Schilder auch, genau. Interesting. Und hier ist mein geheimes blub, blub. Was wollte ich sagen? Obsidian-Kämmerchen, genau. Was ich gefunden habe. Geheimes Obsidian-Kämmerchen. Naja. Sehr geheim. Weil es auch jetzt jeder gesehen hat. Mal, ich hab das. Eh schon so viel davon. Komm, hier mal alles weg mit dem Lachs hier. So, jetzt bin ich mal neugierig. Jetzt gehe ich ein bisschen Obsidian farmen. Ich hätte mir vielleicht jetzt besser doch die Spitzhacke verzaubern sollen, aber dafür habe ich jetzt nicht genug Level gehabt. Aber egal. Mal gucken. Jetzt wird es ein bisschen so ungefähr eine Minute, 2 Minuten dauern, bis ich das Ganze gefarmt habe. Und dabei kann man eh wieder genüsslich über irgendwas reden. Jo, hast ein schönes Themachen. Alles, was ich gerade denke, ist nicht passend. Okay, lassen wir es bei dieser Information. Na, ich denke gerade an Kekse und Haufen an gegrillten Fleisch. Aber Kekse sind lecker. Ja, das stimmt. Und auf jeden Fall habe ich heute gekocht, ne? Und ich habe mir gedacht, ja gut, dieses Fleisch hat nicht jetzt so viel aus, die beiden Stückchen, was ich da gehabt habe. Ja, erstmal ausgepackt, dann die ganzen Beilagen. 2 Dosen Champignon, dann Okay. so eine Verpackung, so eine Packung 52 Gramm Speck oder so. Und dann noch ordentlich Käse.
Ja, es hört sich lecker an. Und dann erstmal eine halbe Flasche Tabasco zum Abschrecken rein. Du isst also gern scharf? Ja, auf jeden Fall. Jo, das muss sein. Ich habe mir auch eine Chili-Pflanze im Garten stehen. Coole Sache. Und ja, die trockne ich und dann presse ich immer eine Soße draus. Also ein paar solche scharfen Tröpfchen halt, sagen wir so. Ich Na, weiß du jetzt kannst ja aber Chili nicht danach aber auch genau. einfach aufschneiden und nehmen. Ja, stimmt. Oder auch einfach Muss. trocknen habe ich sie auch schon manchmal und dann zerreiben einfach. Genau, das geht auch. Habe ich auch schon mal gemacht, aber ich mache halt, ich habe halt mal dies, mal das. Es ist eh kein Ja. Problem, es geht eh beides schön gut. Aber ich habe noch nie gehört, dass man die frischen Chilis dann irgendwie so pressen, quetschen oder irgendwas könnte. Naja, es sind auch die Kerne, die ich halt quasi manchmal so, ich habe halt nur so einen Stein. Meißel-Ding, wie man halt so quasi aufeinander reiben kann. Und da kommt halt ein bisschen an Säftchen raus, aber nicht viel. Also man muss man, ich bekomme auch nur so, ja, ganz, ganz wenig raus. 5 Milliliter oder was aus 10 Samen oder so, aus 10, aus 10 verschiedenen Chili-Pflanzen, die Samen bekomme ich vielleicht 5 Milliliter raus, wenn es Na, hochkommt. es rentiert sich dann Aber es kaum. ist gut scharf dann. Die Trotzdem. Samen haben es oft in sich, ja. Okay, ich bin jetzt hier im Nether, aber irgendwie ist das Portal hier blöd. Ich muss jetzt irgendwie hoch. Mal schauen, ob wir am gleichen Portal rauskommen. Das wäre ja sowieso übelst geil, weil dann hätte ich schon eine Verbindung zu Stadtrot. Nee, also wenn ich jetzt halt in diesem Portal hier, in das Portal durchgehe, dann komme ich jetzt in grün raus, soweit ich das weiß. Ah, dann kommen wir alle in grün raus. Auch schon warm. Ja. Sind wir nicht alle ein wenig grün? Ja. So, apropos grün sein, ich mache mal schnell einen kleinen Cut. Weiß jetzt nicht, wie das zusammenhängt, aber es ist so. Und dem her, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Jo, tschu. Ich glaube, ich sollte auch wieder mal einen Cut machen. Also, ich mache jetzt auch mal kurz einen Cut. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und bis dorthin spielt schon brav weiter.